peinlich. Während ich Videos für Instagram machte, merkte ich, dass an meinem neuen Hut noch das Preisschild hing. Und fett darauf gedruckt stand das Wort reduziert. Manchmal frage ich mich, ob wir unbewusst mit solch einem Stempel über unserem Leben rumrennen. Ein Satz aus einem meiner Songs lautet: Du bist nicht das, was dir passiert ist, weil du was wert bist. Jeder von uns hat etwas erlebt, das ihn geprägt hat. Die Frage ist, wie viel Macht du diesem Kapitel deines Lebens gibst. Lässt du dieses Kapitel aus dem Rahmen springen und machst ein Buch daraus? Oder lässt du das Kapitel ein Kapitel sein, das auch wieder endet? Den Song »Weil du was wert bist« habe ich tatsächlich aufgrund des Kapitels in meinem Leben geschrieben, in dem ich sexuell missbraucht worden bin. Der wohl schrecklichste Moment in meinem Leben. Und eigentlich dachte ich, das war's. Dein Leben kann nicht mehr gut werden. Doch zum Glück sieht die Wahrheit anders aus. Der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind, und rettet jeden, der alle Hoffnung verloren hat. Zwar bleiben auch dem, der treu zu Gott steht, Schmerz und Leid nicht erspart, doch aus allem befreit ihn der Herr. Die Tränen und der Schmerz waren für mich ein wichtiger Prozess, um das Erlebte zu verarbeiten. Sehr wichtig ist es auch, sich Hilfe zu holen. Doch eines darf nicht passieren. Dieses Kapitel darf nicht der Grund werden, weshalb du heute einen Hut trägst, auf dem reduziert steht. Für Gott bist du nicht das, was dir passiert ist. Für ihn bist du, auch mit Narben, unbezahlbar wertvoll. Sprich diesen Satz gerne laut und bewusst mit mir aus. Ich bin nicht das, was mir passiert ist, weil ich was wert bin. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.